Ja, Beyond Two Souls, das neue Spiel von Quantic Dream, den Heavy Rain Machern. Und ich bin echt mal gespannt, was mich da erwartet. Ich habe extra keine Preview gespielt, nichts angeschaut vorher. Ich weiß nur Ellen Page, Willem Dafoe und wahrscheinlich wieder ganz, ganz viele Zwischensequenzen. Ich starte das Ganze jetzt mal und bin gespannt, was so am Anfang kommt, weil ich befürchte ja, das Ganze ist sehr Ich abgehoben. habe seit meiner Geburt eine Gabe. Aha. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Das nenne ich mal Gesichtsanimation. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ja, das war Ellen Page übrigens, für all die es nicht wussten. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Und da ist ein Polizist. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Ich weiß es. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn ich jetzt Pech habe, dann geht das Intro 60 Minuten lang und die erste Stunde des Spiels ist Wenn mir aufgenommen. nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. Ohne dass ich was gemacht habe. Ich will steuern, So nicht kommen wir nicht zuschauen. weiter. Ist das eine Narbe? Ich bin aber auch zu Ist ungeduldig der für neu? sowas. Ups. Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie Yes, sollen Willem unbedingt auf Dafoe. mich warten. Geil, der gute alte Hollywood-Knochen. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Okay, und der mag Ellen Page diesmal nicht. Verdammte Idioten! Obwohl sie so süß aussieht. So ein bisschen wie Sinéad O'Connor. Wahrscheinlich sind sie gleich Nothing Compares to You. Ich weiß. Oder sie lässt sich tätowieren im Gesicht. Sie kommen. Aber dafür, dass das PS3-Szenen sind, muss man einfach sagen, das, was so Gesichter und Menschen darstellen angeht, da Moment, kann man was ist hier Quantic Dream los? echt nichts Dann die vormachen. Order reinkam. Wo ist sie? Wie schön die auch alle glänzen. Dürfte ich jetzt vielleicht doch mal irgendwas spielen? Schon weg, die Olle. Achtung, Erschreckeffekt. Komm. Das könnt ihr nicht machen ohne Erschrecker. Jetzt? Ich kapiere jetzt schon nichts mehr. Bitte keine verwirrende, unchronologische Reihenfolge der Geschehnisse, dafür bin ich zu alt. Jetzt fehlt offensichtlich was. Jody, was hast du getan? Oh, für ein kleines Mädchen? Respektabel, würde ich sagen. So ein Kind kann man als Eltern auch mal nachts alleine losgehen lassen, ohne dass man gleich Angst haben muss, wenn die Laternen angehen. Okay, das ist offensichtlich jetzt der Zeitstrahl,
der das Spiel zusammenhält. Und ich bin bei das Experiment, was noch vor dem Prolog stattfindet. Also vor dem Vorspann. Naja, mal schauen. Vielleicht darf ich auch immer noch spielen. Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, jetzt kommt die typische David Cage Haushalts- und normale Dinge machen Aktion. Ah, ein Tutorial. Okay, das heißt, wo der weiße Punkt ist, muss ich hinzeigen mit dem rechten Stick. Das ist mal was für Profis. Ah, Barbie-Puppe anschauen. Juhu, mit der habe ich früher auch immer gespielt, meiner Schwester. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Allerdings sind da immer üble Dinge mit Ken passiert und deswegen wollte sie immer nicht mehr mit mir spielen. Ah, okay, jetzt kann ich sie endlich steuern. Mit dem linken Stick ist nicht mehr so eine fiese Steuerung wie früher bei Quantic Dream Spielen gern mal, wo man sich wie so ein Boot gesteuert hat selber. Da geht's nicht lang, Jody. Oh, nicht mal ins Bad darf man freiwillig schauen hier. Und der blöde Pfleger dazu, was will denn der von mir? Der ist doch eh irgendwie ein Schwein. Na gut. Die Bude anschauen. Oh. Okay, X ist dann schauen, wenn irgendwas zum Schauen ist. Und im rechten Stick kann ich ja auch ein bisschen die Kamera verändern. Oh, Six Axis. Dass ich das noch erleben darf. Es gibt Six Axis-Funktionen in diesem Spiel. Unglaublich. Damit ist Quantic Dream wahrscheinlich der einzige Laden, der diese Six-Axis-Steuerung nicht schon komplett aus dem Fenster geschmissen hat. Aber solange es einigermaßen funktioniert, kann ich es gerade noch akzeptieren. Ich habe nur gerade jetzt überlegt, was da überhaupt ist, weil ich nicht mehr an Six-Axis gedacht habe. Okay, Nathan wartet auf uns. Wer wartet auf uns? Das klingt nicht gut. Mhm. Der Mann irritiert mich. Ah, verdammt! Ich hab dich. Hi, Cole! So, hey, Alan! Überall böse Männer. Schnell weg, Kind. Er war vor 2 Wochen fällig. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Ja, und so geht das jetzt die nächsten 12 Stunden weiter. Da. Und dann kommt ein Abspann. Dieses Jahr regnet es viel. Ja, das habe ich schon bemerkt, dass ich mich umsehen kann mit dem rechten Stick. Und ich nehme an, ich soll die offene Tür hier nehmen. Das tue ich. Juhu, ein Psychotest. Ziemlich gut. Wenn ich jetzt mal sie so anschaue und Willem Dafoe anschaue, ist das ungefähr 10 bis 15 Jahre früher als der Vorspann, den man gerade gesehen hat. Also in der Story natürlich. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm, genau wie eine Krone. Oh ja. Yeah, Oculus Rift. Jetzt bist du eine 2015 Edition. Oder so ein Gehirnabtastteil. Wie die, die man auf der GDC mal ausprobieren kann. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Ja, richtig glücklich schaut sie nicht rein, die Kleine. Ja, das ist wie bei der Jody, Bundeswehr. Kannst du mich hören? Ja. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte sieht. Sie sieht aus wie eine dieser Frauen aus dem Astronomiefernsehen. Glaubst du, das wird gehen? Ja. Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Ach so, jetzt soll ich wissen, welche Karte sie hat, oder was? Sie ist im anderen Raum, Aiden. Zeig mir die Karte. Okay. Jetzt kann ich mit dem... Ah. Meine Geisterpräsenz Aiden kann jetzt quasi
durch die Wand fliegen. Den steuere ich jetzt hier mit dem rechten Stick. Mit Dreieck habe ich ihn offensichtlich aktiviert. Und jetzt sehe ich, ach, die Olle hat ein Sternchen genommen. Jetzt darf ich es auswählen und alle sind verwundert, dass ich das Richtige weiß. Nächste Karte. Jetzt frage ich mich natürlich, was passiert, wenn ich absichtlich das Falsche nehme. Und weil ich ein doofer Idiot bin, mache ich das natürlich. Schau, ob ich das einfach kann. So, vier, mal raten. Nächste Karte. War es am Ende richtig? Ich habe absichtlich was Falsches hier. So einfach machen wir das schlimme Spiel jetzt mal hier nicht. Die Wellen hat sie genommen, aber ich behaupte, es wäre der Kreis. Konzentrier dich, du schaffst das schon. Ja, genau. Na gut, dann sind es die Wellen. Muss ich jetzt nochmal gucken oder bleibt es dabei? Muss mal schauen, was passiert, wenn ich damit weiterfliegen möchte. Na gut, soviel zum Thema lineares Spiel. Was ist hier? Zack. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. So, die sind rechts von dir. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Ja, ich kann die Klötze umwerfen, aber erstmal will ich wissen, was passiert, wenn ich zu euch fliege. Ja, Arschkram. Ah, mit L1 kann ich jetzt hier irgendwie... Hihi. Spürst du das? Die Überraschung. Ist gefallen. Er ist hier. Ach, toll, da kann man die Leute hier manipulieren. Ist ja lustig. Ja, das passiert auch. Natürlich spielerisch so. Aiden, du sollst mir helfen. Jetzt. Oh, geil. Aiden, lass ihn in Ruhe. Das ist lustig. Jetzt bin ich in den reingeschlüpft offensichtlich und mache jetzt ein bisschen Schabernack hier. Mal schauen, was geht. Hey, Greg. Oh, kann man nicht. Alles klar? Schade, aber lustig, dass es geht überhaupt. Ja. Aiden, nein! Die Computer kaputt machen. Hey, was war das? Ja, ein bisschen Leute erschrecken macht immer Spaß. Aiden, bitte! Aber da das Mädchen weint, machen wir das, was das Spiel vorgibt, nämlich hier die Klötze umwerfen. Das ist dafür da, um mir zu zeigen, wie ich das kann, mit Sticks ziehen. Quatsch. Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Was soll ich noch bewegen? Den ganzen Tisch kaputt. Ich könnte ja auch gleich der Frau vielleicht die Frisur richten oder sowas. Die sieht ja schon arg aus, die Olle. Noch was? Später noch. So, jetzt haut sie ab vor Angst. Euch bald mal, oder? Das war's. Tut mir leid, aber mir reicht. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Sie ist nein, wirklich ist verschlossen. Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Los! Dann komm ich raus und ich mach hier Angst. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Auch nix. Er hört einfach nicht auf mich. Diese Frau so lang. Sie da ist. Werden wir Versuche durchführen, oder sie nicht wundern. Kinderversuche machen. Er wird sie da rausholen.
Schade. Ist vorbei, Jodie. Gerade wo es Spaß gemacht hat. Es ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Ja, und wenn man einen Geist rumschickt, kriegt man Nasenbluten. Jetzt weiß ich, wo das immer herkommt. Na los, weiter geht's. Ah, okay. Die Botschaft. Mal sehen, was für ein Zeitsprung jetzt wieder kommt. Ich blicke überhaupt noch durch. Für alte Menschen ist es ganz schön schwierig. Yes, erste Trophäe. Die Ladezeiten sind echt angenehm, muss ich zugeben. Also mit PS3 ist das ganz ordentlich. Oh. Jetzt ist es schon deutlich älter und auch schon in geschlechtsreifem Alter. Und hat hier so einen Lack dabei. Was nehmen wir? Plan B, Gäste, Kleid, schüchtern. Ich fühle mich, als ob alle hier starren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Okay, ich habe nur eine bestimmte Zeit quasi. Wenn ich nicht was drücke, sind das kommt alles für Leute? Ach, Diplomaten, Politiker, Geschäftsleute, Spione, das übliche Botschaftsvolk. Aber das Wichtigste ist... Als Agentin. Sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Ich auch nicht. Weil ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Es geht ja, einfach dann, nichts Ryan. Über Araber-Klischees in solchen Spielen. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Das mal wirklich ich Hände schütteln richtig gehen. Korrekt. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. So, was ist meine Aufgabe nun? Ich brauche einen ruhigen Platz. So ein bisschen umgehen. Die steuert sich ein bisschen eilig, muss ich sagen. Ist alles okay? Hilfe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein, nein, doch nicht. Ich bin nicht nervös. Oh. Folge dem Plan. Der Rest läuft dann schon. Such dir ein Versteck und zieh das Ding einfach durch. Klar. Okay, hör mal davor. Wenn die Kamera schon dahin zeigt, gehe ich da sexy animiert mit Arschgewackel mal rüber. Oh. In die Toiletten kommt man nur mit Turban oder mit hier Verhüllung als Frau. Fantastisch. Vielleicht darf ich trotzdem pinkeln gehen. Oh. Hm, meine Kabine ist doch noch frei. Das ist aber schon so ein bisschen wie eine spielbare Zwischensequenz alles hier gerade, weil mehr als in eine Richtung drücken tut man nicht. Und guckt einfach immer mal nur, wo der weiße Punkt ist und streckt dann da den rechten Stick hin. Naja. Aber dafür ist es echt klasse inszeniert. Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Ja, für einen Geist dürften Wachen und Kameras ja jetzt relativ egal sein. So, die hat gesagt oben. Moment, lass mal schauen, wie man auf dem Klo ist noch. Okay, das ist natürlich auch ein bisschen arge Spannerei. Oh, das dachte ich schon, ist abgestürzt, weil ich versucht habe zu spannen. Ei, ei, ei. Schnell, Aiden.
Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Ah, okay, ich habe eine bestimmte Entfernung, darf ich nur von ihr weg. So, okay, dann gehe ich vielleicht direkt von ihr da. Kann ich nicht. Toll. Ist ja doof. Kann ich denn nicht nach oben fliegen? Ach so. Okay, also mit den Schultertasten geht's rauf und runter. Okay, aber irgendwie. Ach, hier Treppe hoch. Okay, da ist ein Bild in dem Safe-Steck. Ist oder nicht das hier? Ich werde es ein bisschen arg albern. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen. Such ein Büro. Im ersten Stock mit einem Porträt des Scheißis. Und achte auf die Wachen und die Überwachung. Ein Büro mit dem Porträt des Scheißis. Hier muss es sein. Das war der Kapitän. Dann kann der Typ nämlich nicht sehen, was ich in dem Raum mache. Du musst zuerst die Wache abnehmen. Klassiker. Happy! Gespenster. Ein bisschen Poltergeist ist das natürlich hier. Okay. Jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. Das ist gut, wenn du das sagst, Mädchen. Dann schau ich mal, wo das Hauptbüro überhaupt hier ist. Kommst du schnell vor dir? Steht ja schlecht. Ach so, ich muss den Typ. Was will ich denn mit dem Typen hier eigentlich? Spoiler nicht. Ach so, beide Lichter kann ich machen. Die Lampe noch vielleicht. Weiter. Das ist hier zu finden. Tische. Wo ist denn jetzt dieses schöne Gemälde da? Oh, hier komme ich nicht durch. Auch nicht. Das ist doch das Hauptbüro, ich sehe es doch. Ah, wo ist der Scheich? Da ist er. Nö. Nicht, das ist es. Ja, okay. Schwer zu erkennen an dem eingeblendeten Controller. Irgendwo muss ein Schalter sein, um das Bild zu bewegen. Such ihn, Aiden. Schalter, um das Bild zu bewegen, vielleicht am anderen Bild. Anderer Scheichkopf. Hier vielleicht. Kommst du schnell vor dir? Also bitte, wo hat der seinen Knopf, dieser blöde Scheich? Da ist es. Dann machen wir die ganzen Schubladen auf. Ist irgendwo ein Knopf zu finden? Keine Zeit! Ich halte die Schmerzen nicht mehr aus! Oh. So, sonst haben wir jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Ich kann auch sich nicht so lange hier rummachen. Da ist so der Knopf. Dann drücken auf das Ding. Mal sehen, ob du den Weg kriegst. Yes. Jetzt lesen wir die Dokumente. Beeil dich. Ich kann nicht mehr viel länger. Okay, nicht bewegen. Sie liest es jetzt ab, indem ich R1 halte. Ach, das sind ja diese alten
Quicktime-Events wie bei Heavy Rain, bei denen man sich so absichtlich bis in die Finger verrenken muss. Und damit will nämlich der David Cage einem klar machen, dass die so eine Qual hier gerade hat, die Frau. Aber das muss ja nicht unbedingt an den Spieler weitergegeben werden. Da hatte ich da schon Fingerkrämpfe letztes Mal. Naja. Lass ich mal durchgehen noch. Wenn das Spiel dafür mal ein bisschen mehr Interaktion vielleicht bietet. Oh. Alles gut, junge Frau. Haben Sie Durchfall? Ja, die haben mal recht. Damentoilette hat der durchschnittliche Wächter nichts zu suchen. Feind oder verbündet? Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Verbündet. Aber wer 20 mal X drückt, der darf auch wieder aufstehen. Raus hier. Schnell. Kann ich rennen irgendwo? Keine Renntaste leider. Das macht das Ganze ein bisschen träge momentan. Ich fürchte so langsam, dass diese Balken oben und unten nicht mehr weggehen und damit das Spiel ungefähr so in 1280 mal 500 läuft. Und das ist wahrscheinlich auch der Trick, mit dem die das irgendwie hier so zum Laufen kriegen, das Spiel. Kann ich hier noch ein bisschen abtrocknen oder so? Nö, nicht ich. Gut. Süßes Kleidchen übrigens. Süße Frau. Auch. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich hier unauffällig rauskomme, so wie die gerade auf dem Zahnfleisch geht. Jody, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, und alle anderen Gäste denken sich gerade, mein Gott, diese Alkoholprobleme immer. Von diesen jungen Frauen. Und er hat nichts bemerkt. So, nächster Punkt am Zeitstrahl. Die Party, das klingt doch mal was für mich. Yippie-yay-hi. Party on. Ja, fand ich auch sauber, meine Arbeit. Kann man unterschreiben. Okay, wieder Zeit zurück. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jody, du bettest doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Das stimmt wohl. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Juhu, Kindergeburtstag, top schlagen. Na, geh schon. Mit Six Access Unterstützung. Tür auf, los geht's. Ich will feiern. Oh, das geht. Jungs rumknutschen und tanzen und so. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich weiß nicht, wenn ich Willem Dafoe sehe, muss ich sofort an Spider-Man denken. Irgendwie ist er bei mir ein bisschen belegt, was die Rolle angeht. Aber er sieht ihm zumindest ähnlich, der digitale Willem. So, ab zur Fete. Wenn ich jetzt hier irgendwo anders hinlaufe, geht es wahrscheinlich eh nicht, deswegen gleich geradeaus, weil das ist wieder so lineal wie eine Zahnbürste. Hey, Jody, komm rein! Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jody, nicht so schüchtern. Hey, Jody, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Geil, so Problemmädels. Fantastisch. Bitte keinen Blödsinn an, okay?
Klar, Mom, so, amerikanische Problemmädels, die schon Drogen nehmen mit 14, keinen Bock haben auf Bücher als Geschenke. Da werden wir für gute Laune sorgen, ja. Jodie. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen, so ein Zeug? Nein. Party time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jodie, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Euch Flitzpiepen werde ich eine unvergessliche Party servieren da. Was soll ich mich kümmern? Wow, coole Lichteffekte. Das muss man ihnen überlassen dafür. Das ist ziemlich schick hier. So, ich mache Musik. Gibt's wenigstens gute Peter Maffay oder sowas? Wahrscheinlich nicht. Also, was ist das für eine Frage? Natürlich Country! Geht Country nicht? Nö, ja, wir nehmen Country. So. So. Was für ein Gedudel ist das denn? Rück mal. Kannst du ja die Nase haben, wir ey. Was anderes, sag das auf. Was Richtiges für eine Party. Diese Frechheit, kann ich ja gleich eine donnern? Wo ist mein Geisterkumpel, wenn man ihn braucht? Also ich kann jetzt auch offensichtlich nicht selbst entscheiden, wann ich ihn jetzt hier gerade benutzen möchte. Sondern muss jetzt warten, weil Dreieck macht meine nichts. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Wow. Total genial. 8 Dosen Bier für 8 Leute oder was? Das wird eine wilde Party. Natürlich will ich ein Bier. Ja, klar. Was für eine Frage. Dosen stechen. Auf. Hey, verschluck dich nicht. Bestimmt ihr erstes Mal. Nee, ist nicht mein erstes Bier. Also nein, ich trinke gern Bier. Na klar trinkst du gerne Bier. So, das ist eine tolle Fete, ey. Ich trinke noch eins, komm. Auf. Schauen, was passiert. Also ich besäuft hier. Sehr gut. Naja, war klar. Komm, noch eins hinterher. Oh, oh. Ja, so fühle ich mich morgens auch des Öfteren. Es geht aber schnell, der Rausch. Nicht schlecht, der spricht. Dann tanze ich mal. Dance, Baby. Tanz für mich. Sogar ich hin. Das ist ja im Gegensatz zu so Just Dance Kinect-Dingern und so. Einfach nur einen Stick drehen hier. Das ist am Tanz für meinen Geschmack. Männertanz. Naja. Ich kann ja von den Männern angemacht gefühlt. Frechheit. Die Pfeifen. Ja, also, keine Party ohne Knutscherei. Hi. Hi, ich bin Matt. Jodie, oder? Ist langweilig. Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Reserviert bei dem. Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehrer. Klar. Wirst du bestimmt noch, wenn wir uns dort begegnet wären. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? So langweilig, der Typ, was soll man da irgendwie sagen? Ihre Mom ist in meiner Einheit, deshalb bin ich eingeladen. Bemühe dich aber ein bisschen. In London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Ich lüge an. New York? Mann, ich liebe Wahrheit New aus York. Gelsenkirchen. Der Wahnsinn. Ich war mal da, voll abgefahren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ja, nicht mit so langweiligen Idioten reden. Und ich spiele in der Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Auf dich auf jeden Fall nicht. Nichts Spezielles. Ich lese viel. Langweilig, nicht wahr? Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4?
Ich rede nicht gern darüber. Sorry, Mom. Ich bin blöd. Ich hoffe, ihr habt dich. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt oder so. Oh. Nein, ist okay. Okay. Kannst du bitte gehen jetzt? Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Ah, doch, komm. Gern. Mal schauen, was so geht. Ein bisschen schwufen. Schon ein bisschen was passieren, Freundchen. Oh. Schwufen per Six Axis. Dass ich das noch erleben darf, mir kommen gleich die Tränen. Weißt du, bestimmt hörst du das ständig, aber ist echt hübsch, weißt du? Du das eigentlich zu allen Mädchen? Du bist nicht wie die anderen, ich meine. Das ist was wirklich Besonderes an dir. Oh Gott. Glauben Sie einem Mann so etwas nie? Das kannst du wohl laut sagen. Finger weg. Finger weg. Überhaupt nicht zu dem, was ich vorher gemacht habe, aber rumknutschen ist immer noch lustiger als weggehen. So, ist wieder jetzt gleich mehr, oder was? Dieses Kleid ist echt furchtbar, was hier haben. Und sie freut sich über das Küssen. Das bei dem. Leute, warum gibt Jody uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Oh, das ist gemein. Nein. Klasse Idee. Nein, das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jody. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jody. Dann zeig doch mal was. Jetzt darf ich wieder Dreieck drücken. Ich lehne ab. Nein, ich... Ich kann euch gar nichts zeigen. Ich hab's doch gesagt. Alles Blödsinn. Gut, okay, Leute. Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Obwohl, der Kuchen hat Zeit. Ich mach erst Geschenke auf. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Oh Gott. Das unsympathische Leute. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Was ist das? Ein altes Buch. Ja. Es mieft scheußlich. Zum Lesen. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, das ist Alter, echt was antik. Ist Buch? Ja, genau wie dein Kleid. Oh mein Gott. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Was ist das für eine? Clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja. Und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh, und eine Nutte dazu? Ich Alter. Wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Jetzt ja, würde ich sagen, ist Rache. Und eine Hexe noch dazu. Dreieck. Irgendwas mit ihr machen. Ich möchte Dreieck drücken. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Ah! Macht sie euch. Ich glaube, ich spinne. Jetzt geht's mal rein. Nachdem ich die Six-Axis-Scheiße wieder gemacht habe. Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit. Bring uns deine mächtige Magie. Oh. Okay, Freunde. Ihr werdet es bereuen. Bitte, lass mich raus. Es war schöner, als sie vorhin reinkam. Ich bitte euch, bitte lass mich raus. Bitte. Bitte, ich will hier raus. Bitte, lass mich raus. Ich bitte euch, bitte lass mich raus. Ja, da kann ich jetzt drücken, solange ich will. Das ist absichtlich, damit ich ein bisschen verzweifelter werde, auch als Spieler, klar.
Und jetzt gibt's wieder Übersinnliches wahrscheinlich gleich. Hol mich hier raus! Bitte! Okay. Nächster Kumpel. Hört sich ein bisschen auch ein bisschen wie so ein Tanker. Aber gut. Schon ist die Tür auf. Rache, natürlich. Also die haben es mal richtig verdient, ey, die Arschkranken. Die Party wird gesprengt. Hallo. So, mal mit euch. Erstmal Kuchen aus hier. Sehr lustig, Steven. Hey, das war ich nicht. Ich will dir gerne Fernseher kaputt machen, weil er in der Schrott guckt. Dann werf ich halt den Tisch längst zu. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Lasst mich hier nicht alleine. Okay, wartet auf mich. Die Tür, sie ist versperrt. Oh. Sie fester. Ich sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig, kein Grund. Das ist das perfekte Spiel für gehässige Menschen. Ich bin gehässig, deswegen ist es ein gutes Spiel für mich. Andere ärgern macht immer Spaß. Vor allem solche Leute. Wenn Stühle rumwerfen, ist nicht gerade irgendwie das, was ich jetzt aussuchen würde, wenn es ein Geist wäre. Fielen mir schon ein paar gemeinere Dinge ein, aber gut. Das war das. Und zwar so lange, dass die sich alle in die Hose machen. Und wer kein Country mag, der macht mal die Stirnlage aus. Ich habe das war der Typ, der nicht wusste, der Edgar in Hof ist. Der hat's auch verdient. Verstanden. Komm schon, wir gehen. Okay, jetzt gibt es hier einen Hinweis, dass es eigentlich reicht, aber Heiden ist halt ein Böser und ich bin auch ein Böser und mach einfach weiter. Oder? Bin ich gnädig? Wahrscheinlich passiert jetzt irgendwas nicht so Schönes, wenn ich weitermache. Das ist einer von denen. Ich bin irgendwie ein Fenster stürzt oder irgend sowas. Riskieren möchte, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, Messerblock. Oh, das habe ich mir gedacht. Ach du Scheiße. Wobei der hat mich als Schlampe bezeichnet. Ja, dran. Oh, oh. Ich fürchte, jetzt fackelt die ganze Bude ab gleich. Okay, jetzt habe ich nichts getan, aber ich musste aufhören. Ich brenn's gleich. Und die Mutter weiß nicht, was passiert ist. Tja. Jody? Was machst du hier draußen? Wo ist Kirsten? Wo ist Kirsten? Aber wer so böse Kinder großzieht, muss ich auch nicht wundern. Kirsten? Mein Gott! Kirsten! Kirsten! Mein Gott! Komm mit, Jody. Gehen wir nach Hause. Ging mir auch ein bisschen nach hinten los. Naja. Und weiter geht's. Die erste Besprechung. Okay. Irgendwie verstehe ich noch nicht ganz, wie es zusammenhängt, aber es springt wohl wahllos in
ihrem Leben hin und her. Mit dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf! Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Das ist jetzt wohl der Moment, wo sie ihren dann noch Mentor Willem Dafoe kennenlernt. Mal sehen. Auf jeden Fall ist sie jetzt wieder so klein, dass sie nicht auf Fäden geht, wo es Jungs, Bier und Musik gibt, sondern auf Fäden, wo es Topfschlagen gibt. Hallo, Jodie. Ja, da ist er schon wieder. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Ja, reden ist okay. Oh, ich steuere. Also da muss man schon sagen, wenn man das so sieht, so manche Szenen hier mit Filtern und Tricks, das sieht schon wirklich richtig, richtig geil aus. Also für ein PS3-Spiel ist das schon... Ziemlich trocken, die Bücher. Ehrlich gesagt, gelesen habe ich die auch nicht alle. Was ist mit dir? Wirklich beeindruckend. Liest du gern? Man ärgert sich fast drüber, dass das nicht auf der nächsten Konsolengeneration gemacht wurde, weil da wäre es dann wahrscheinlich wirklich ziemlich nah an einem Kinofilm dran. Das ist ein Foto von einer paranormalen Ereignisstudie. Dieser Tisch wanderte 5 mm in 3 Tagen von ganz allein. Wir haben das gefilmt und spielten das schnell ab, so sahen wir die Bewegung. Tja, ich mache dir 5 Meter in einer Sekunde. Du kannst dich setzen, wenn du willst. Nö, ich schaue mich vorher noch in deinem Büro um. Bin nämlich ein Kind und ich darf das. Dafür lädt die Konsole ständig nach, wie irre. Das hört sich fürs Laufwerk auch nicht so gesund an übrigens, aber gut, ist halt Streaming. Oh, eine Schneekugel. Hatte ich als Kind auch, finde ich super. Du kannst sie behalten, wenn du willst. Ja, super, danke. Nehme ich mit. Einstecken. Steck sie ein. Es gibt kein Inventar, also kann man sie auch nicht einstecken. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jody? Ich weiß nicht. Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Habe ich einen unsichtbaren Freund? Ja, den habe ich. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Ja. Seit deiner Geburt? Das weiß ich ja nicht, ob ich ihn seit Geburt habe, weil es ist eine doofe Frage. Naja. Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Nö, glaube ich nicht. Kannst du ihn für mich malen? Ich weiß ja nicht, wie er aussieht. Kannst du ihn bitten, was zu machen? Na klar. Ich hau dir die Brille runter. Wie wär's damit? Oder das Bild von deiner Familie werfe ich um. Okay, was nehmen wir? Das Bild von der Familie. Das ist ein bisschen schade, dass ausgerechnet das nicht geht, weil das sieht man auch so schön. Was ist denn da eigentlich drauf? Oh, Frau und Tochter. Und ich behaupte mal, entweder sterben sie noch im Laufe vom Spiel oder sind schon tot. Das ist dann wieder so ein Klassiker und wahrscheinlich wird er dann deswegen böse. Und naja, mal gucken. Tja, das sollte reichen, oder? Als Beweis. Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag Aiden nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Nee. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht.
Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Achso, ich dachte schon den roten Gürtel. Nein. Es waren die Monster. Welche Monster denn? Das war jetzt mal ein kurzer Abschnitt und auch einer vor allem, bei dem ich ungefähr dreimal Knopf drücken musste. Das lief jetzt eher unter Zwischensequenz, würde ich mal sagen. Aber gut, und jetzt geht's ab zum CIA. Also wahrscheinlich ist sie wieder älter geworden. Und man sieht so ein bisschen das berühmt-berüchtigte Kantenflimmern der Blazer. Aber auch da muss man halt sagen, mein Gott, die Konsolengeneration neigt sich am Ende entgegen und dafür wird hier echt einiges geboten an Optik, was man zu Beginn der PS3 Ära nicht gedacht hätte. Das Training startet morgen früh um 5. Ach, der schöne Kerl von vorhin. Und sie mit langen Haaren, würde ich sagen, deutlich hübscher nochmal. Wie alt soll sie da wohl sein? 15, 16? Oh, cool. Das ist ja hier G.I. Jane mit Demi Moore. Geil, sieht aber cool aus, muss ich sagen. Ist zwar auch wieder nur eine interaktive Zwischensequenz, aber sieht richtig geil aus. Und runter. Klar. Ich gebe alles. Hoch da. X wieder. Los, fest zugreifen. Nutz die Bewegung aus und schwing dich so rüber. Heut noch. So hoch! Komm schon! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Der freundliche Asiate wieder. Das ist ein bisschen Schweigen der Lämmer. Merke ich gerade. So, das typische CIA-Ausbildungscamp. Was ja? Was ist dann? Wollen Sie Joey's Willen ihre Aktion abzuschließen? Gut. Das ist jetzt wohl sowas wie das Kampftutorial. Weil später kommen ja auch noch Kämpfe irgendwann mal, wenn diese ganzen Zwischensequenzen zu Ende sind. Und man soll wohl einfach nur ausführen mit dem Stick, was sie mit ihrem Fuß in ihrem Arm macht. Das ist simpel. Und jetzt. Block. Gut. Ausweichen, auch gut. So. Tja, wenn Rentner was versuchen. Hier kann man ja zum Glück nicht scheitern, weil es ist ein David Cage-Spiel. Und da gibt es wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur ganz wenig Stellen, überhaupt ein Game Over. Juhu, ist geblickt. Deckung. Oh. Der Shooter ist es auch noch gleich. Modern Warfare. Was jetzt? Was muss ich tun? Gut, das steuert sich jetzt natürlich irgendwie ziemlich scheiße. Komm raus da! Das ist ja auch nur sowas ähnliches wie eine spielbare Zwischensequenz. Das ist jetzt arg hakeliges Zeug. Seltsam. Komm. Ja. Nächste Deckung. Ich muss sagen, ich hoffe, dass das. Es steht da neben dran. Dass diese Sequenzen nicht so oft kommen im Spiel, weil das ist echt ziemlich scheiße. Gut. Geil, Unterricht. Mathe.
nicht viele gewünscht in der Schule früher. Mathe per Stick-Gedrücke. Aber viel ist einfacher gewesen. Der Traum jedes Nerds. Mit dem Six Axis in der Hand Matheaufgaben lösen. Exzellent, Jody. Ja, finde ich auch. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfässer da um. Lege wieder ran. Dosen werfen für Fortgeschrittene. Passt. Reicht's dir. Und jetzt weiter. Haben wir doch schon mal den Typ. Nix. Mal drauf. Ja. So gleich. Ups. Sah aber gut aus. Und lass den Fettarsch unten! Los, ist gleich da. Wo ist mein Arzt jetzt hier? Was ist das? Mach schon, Rekrut! Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein! Kriegt er aufs Maul und dann ist er noch unfreundlich zu mir. Jetzt noch. Ja, komm schon. Mädel. Geht doch. Geil. Spagat. Quicktime. Warum quälen? Das tut weh. Selbst eine Frau. Wofür brauche ich ihn jetzt? Von mir, oder? Das ist jetzt gemein. Boah, das ist ja brutal. Er verarztet sie jetzt. Ich bin zu blöd, um diese Dinger da in die Mitte zu haben. Reißt ihr die Beine auseinander, damit sie endlich ihr Spagat schafft. Och. Links. Mitte. 30 Sit-ups ist auch nicht die Welt. Ja, 2 gegen 1. Doch Männer. Mit Kampfstock. Jetzt kriegen sie zurück. Die Lüstlinge. Zack. Drauf. Nicht übel. CIA-Training jetzt endlich mal erfolgreich abgeschlossen. Wirklich, was passieren tut er auch nicht. Ein bisschen wie bei der Bundeswehr. Nur, dass einem keiner den Unterleib rasiert. Gefechtstraining. Alles wieder wie eine Quicktime-Sequenz, man kann gar nichts anders. Oder doch? Okay,
Chris. Ist jetzt Splinter Cell für Arme. Fehler gemacht. Aber nicht wieder von vorne, bitte. Oh, das ist ein bisschen öde jetzt hier. Gleiche Schicksal wie sein Kollege. Quicktime-Schicksal. Hä? Jody! Oh. Sollen die dich erschießen? Komm schon, streng dich an! Naja, jetzt habe ich keine Lust mehr, weil die erste Stunde von Heavy Rain. Nicht von Heavy Rain, sondern von Beyond Two Souls. Es ist eh zu Ende und ich schaue, wann ich weiterspiele.